Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Berlin. Wie GermanForeignPolicy.com meldet, stellt die Bundeswehr neue Einheiten für den sogenannten Heimatschutz auf. Die regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte sollen im Fall eines inneren Notstands sowohl feindliche Kämpfer als auch widerstrebende Bevölkerungsteile bekämpfen. Die Truppe besteht ausschließlich aus Reservisten und wird insgesamt 27 Kompanien mit einer Personalstärke von 2700 Mann umfassen. Grundsätzlich gilt der Heimatschutz dem Bundesverteidigungsministerium als wesentliche Aufgabe der Reservisten der Bundeswehr. Zur Abwehr von asymmetrischen und insbesondere terroristischen Bedrohungen müssten sie die zivilen Sicherheits- und Katastrophenschutzkräfte auf breiter Front ergänzen, heißt es. Wie das Ministerium weiter ausführt, habe man bereits ein von Reservisten getragenes, flächendeckendes Netzwerk implementiert, um die zivilen Stellen und Akteure zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Hierunter fallen sowohl die 470 auf der Ebene der Regierungsbezirke, der Landkreise und der kreisfreien Städte eingerichteten Bezirks- und Kreisverbindungskommandos als auch 19 über die gesamte Bundesrepublik verteilte Stützpunkte für zivil-militärische Zusammenarbeit. Auf letzteren sind nicht nur mit Räumpanzern ausgestattete Pioniertruppen stationiert, sondern auch Einheiten zur Abwehr von Angriffen mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Laut Verteidigungsministerium schließen die jetzt aufgestellten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte somit die letzte Lücke im Rahmen der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge. Berlin. Die Bundeswehr hat eine neue propagandistische Offensive zur Imagewerbung im Inland gestartet. Auf Einladung des Instituts für Kommunikationswissenschaften der Technischen Universität Dresden referierte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière unlängst über die Kommunikation der Bundeswehr. Als deren Ziel definierte er, den Deutschen wieder einen persönlichen Bezug zu den nationalen Streitkräften zu vermitteln, da sich die Soldaten aktiv und ganz konkret für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzten, müsse ihnen auch gesellschaftliche Wertschätzung entgegengebracht werden, erklärte der Minister. Dies beinhalte nicht zuletzt, den Menschen klar zu machen, dass die Führung von Kriegen notwendig sei. Heute müssen wir sagen, ein Soldat muss kämpfen können, um im Gefecht zu bestehen und um nicht sterben zu müssen. Besonders ausführlich ging de Maizière in seiner Rede auf die Nachwuchsrekrutierung der Bundeswehr ein. Diese stelle hohe Anforderungen an die Kommunikation der deutschen Streitkräfte, zumal sie durch den Rückgang der Geburtenzahlen und die Aussetzung der Wehrpflicht zusätzlich erschwert werde. Einen Ausweg aus dem Dilemma sah der Minister wiederum in der gezielten Produktion gesellschaftlicher Wertschätzung für das Militär. Gleichzeitig müssten die deutschen Streitkräfte in der Öffentlichkeit als attraktiver Arbeitgeber positioniert werden, erklärte de Maizière. Die Bundeswehr ist leistungsstark und hat viel zu bieten. Diese Botschaft verdient es, auf allen uns zugänglichen Kanälen gesendet zu werden. Mit seiner Rede reagierte der Minister nicht zuletzt auf Kritik von Kommunikationswissenschaftlern. So hatten Studenten des Instituts für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden im letzten Jahr die Werbung für die Personalrekrutierung der Bundeswehr untersucht und laut Universität überwiegend negative Ergebnisse hinsichtlich der Wirkung auf junge Menschen festgestellt. Demgegenüber verwies de Maizière nun auf die seiner Ansicht nach beachtlichen Erfolge der Internetangebote der deutschen Streitkräfte. Die 2011 gestartete Facebook-Seite des Militärs habe die höchsten Zuwachsraten aller Firmenauftritte erzielt. Während die auf YouTube von der Bundeswehr bereitgestellten Videos bereits mehr als 11 Millionen Mal aufgerufen worden seien. Den Aussagen des Ministers trägt ein soeben erschienener Comicstrip Rechnung, der die Kriegsoperationen der Bundeswehr in Afghanistan zum Inhalt hat.
Die deutschen Soldaten erscheinen hier als edle Kämpfer, die unter Einsatz ihres Lebens Hilfsgüter selbst in entlegene Dörfer bringen, etwa Turbinen zur Stromerzeugung. Zwar wird in diesem Zusammenhang auch Kritik geäußert, allerdings nur um einer Verschärfung der Gewaltmaßnahmen das Wort zu reden. So lässt der Autor einen Bundeswehrsoldaten offen die Tötung von Nichtkombattanten fordern. Entweder man steht dazu, dass im Krieg auch Unschuldige getötet werden, oder man hält sich von Anfang an raus aus dem Scheiß. Für mich ist klar, lieber vor Gericht wegen 10 toter Zivilisten, als nur einmal zu wenig geschossen und dadurch einen Kameraden verloren zu haben. Der Autor des Comics wurde eigenen Angaben zufolge bei seinen Recherchen vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam unterstützt. In einem Interview lobte er die Kooperationsbereitschaft des Militärs und zeigte sich erfreut darüber, wie schnell und unkompliziert ihm geholfen worden sei. Umgekehrt gilt der Comic den deutschen Streitkräften nach eigenen Angaben als super spannend, lebensecht und packend. Er vermittelte mehr Einsatzrealität als so mancher Dokumentarfilm und porträtiere die deutschen Soldaten als normale Menschen wie du und ich. Von der deutschen Presse wird diese Einschätzung weitgehend geteilt. Ein Rezensent äußert die Auffassung, die Publikation zeige die Frontschwein-Perspektive. Der Comic knüpft somit nahtlos an mehrere Filmproduktionen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens an, die die Soldaten der Bundeswehr gleichermaßen als Helden wie als Opfer des Krieges in Afghanistan darstellen. Neben Comicstrips nutzt das deutsche Militär mittlerweile auch Kinderbücher zur Vermittlung seiner Propagandabotschaften. Für die Zielgruppe der 2- bis 6-Jährigen ist erst unlängst die Publikation »Papa war weit weg« erschienen, in der das fiktive Kind Nero laut Bundeswehr seinen Freunden erzählt, was sein Vater in Afghanistan macht. Für die Älteren gibt es seit einiger Zeit das zweibändige Werk »Mein Papa ist Soldat«. Wie der Verlag mitteilt, gewähren die gefühlvollen Illustrationen und Schilderungen über das Einsatzland Afghanistan nicht nur einen Einblick in eine fremde Kultur, sondern tragen auch dazu bei, Kindern den Berufsstand der Soldaten näher zu bringen. Soweit germanforeignpolicy.com zu aktuellen Entwicklungen der inneren paramilitärischen Aufrüstung der Bundesrepublik. Sollen im Fall eines inneren Notstands widerstrebende Bevölkerungsteile bekämpfen. Von Putin lernen heißt siegen lernen. Und Kunduz liegt gleich hinter Gorleben. Das Friedenszentrum Leipzig jedenfalls kommt zu folgendem Schluss. Der Einsatz gegen die eigene Bevölkerung oder gegen die anderer EU-Länder im Falle von krisenbedingten Unruhen wird nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern als Aufgabe explizit formuliert. Und wo bitte fängt so etwas an? Blockupy Frankfurt? Ziviler Ungehorsam? Legales Demonstrieren? Immerhin kann der Bundeswehr nicht vorgeworfen werden, ihre Ziele nicht klar genug zu formulieren. Der vorvorletzte Grüß August, Horst Köhler, war deswegen weg vom Fenster. Das scheint lange her zu sein.